Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet vor jedem Bundesliga-Wochenende über die Partnervereine der DB AG. Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Diesmal nichts zu verlieren, Hertha vor dem Bayern-Spiel. Neue Rolle, Jörg Schwanke trainiert Herthas U19 und Rollentausch mit Karim Madmour am Frankfurter Umschlagbahnhof. Die Niederlage in Köln war ein echter Rückschlag für Hertha im Abstiegskampf. Jetzt kommen die Bayern in die Hauptstadt und auf Gastgeschenke wird Hertha vergeblich warten. Der Rekordmeister ist gut drauf, schoss zuletzt 2x7 Tore in einem Spiel. Ja, alle habt gesehen, in welcher Verfassung die Bayern im Moment sind. Ja, wir haben ein außergewöhnliches Spielerpotenzial. Und wir müssen sehen, dass wir ohne Angst, mit Mut und mit Begeisterung dagegenhalten, um auch unsere Chance zu wahren. Vom klaren Außenseiter heißt es normalerweise, wir haben nichts zu verlieren, wir können ohne Angst in die Partie gehen. Der Blick auf die Tabelle zeigt jedoch, Hertha hat in der momentanen Situation sehr viel zu verlieren. Bei einer Niederlage gegen Bayern droht sogar der letzte Tabellenplatz, wenn die Konkurrenz gewinnt. Ja, wir müssen Punkte sammeln, das ist zu verlieren. Hertha, wir, die Mannschaft, wir alle zusammen, wir müssen endlich auch mal wieder punkten, weil wenn man nicht punktet, dann geht's nicht wahr? Wenn man kein Tor schießt, das ist klar. Und darum aber habe ich ja eben gesagt, muss man kämpfen und fighten. Man muss sich sein Glück erarbeiten. Dreimal in Folge gab es zuletzt für Hertha gegen Bayern eine Klatsche. Es wäre ein guter Zeitpunkt, diese Serie zu stoppen. Dafür muss allerdings eine dicke Überraschung her. Seit gut einem Monat ist er im Trainerteam der Hertha-Profis René Tretschok. Durch seine kurzfristige Beförderung brauchte die U19 schnell einen neuen Trainer. Die Lösung: Jörg Schwanke. Der Ex-Profi war im Führungsteam der Hertha-Akademie, kennt die Spieler und hat klare Vorstellungen. Das ist wirklich das Wichtigste, dass wir sie schon dahin führen, was sie erwartet dann in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn sie es schaffen, im Profikader. Sprich diese ganzen Sachen, was Herz, Leidenschaft, Engagement ist, dass wir das vermitteln, dass es das Allerwichtigste ist. Dann Respekt, dann der Umgang miteinander und diese professionelle Einstellung. Schwanke kann sich dabei auch auf die bestehenden Strukturen der Akademie verlassen. Neben der sportlichen Förderung ist die Weiterentwicklung der Persönlichkeit wichtig und dazu gehört, na klar, die schulische Ausbildung. Die Pölchau-Oberschule ist Eliteschule des Fußballs und des Sports. Seit 2001 Teil der Schulkooperation von Hertha BSC. Ich glaube, es sind ja auch intelligente Spieler gefordert, vermehrt, die über den Tellerrand hinaus gucken und die vielleicht auch das ganze Leistungsfußball etwas kritischer manchmal betrachten und nicht ihrem Berater einfach nur folgen, sondern auch eigene Entscheidungen treffen und selbstbewusst Entscheidungen treffen. Und ich denke, Schule gibt da unglaubliche Möglichkeiten. Jungen Talenten wie Roussel Ngankam wird ein optimales Zusammenspiel von Schule und Leistungssport ermöglicht. Roussel ist Spieler der U19 und der U23, zudem deutscher Junioren-Nationalspieler. Fast nebenbei macht er sein Abitur. Training am Vormittag, dann Unterricht und individuelle Betreuung. Abends wartet das Mannschaftstraining. Ein harter Tagesablauf für den einen Traum. Mein Ziel Nummer eins, also ich will halt Fußballprofi werden. Und ich will auch unbedingt mein Abitur haben, weil das ist sehr wichtig. Man weiß ja nicht, wie lange man spielen wird, weil eine Verletzung kann antreten und es ist vorbei. Die Spieler wollen hoch hinaus. Höchstleistungen sind in der Schule und auf dem Platz gefragt. Die Jungs wollen sich logischerweise auch schulisch oder gute Abschlüsse leisten. Dementsprechend gucken wir ganz genau an, wie das ist mit Prüfungsstress etc. Aber wir machen halt kaum Abstriche im Training, weil das gehört halt dazu und da müssen sie halt durch diese Schule. Und so werden wir das eine oder andere Talent irgendwann in Herthas erster Mannschaft sehen. Frankfurt, kurze Arbeitswoche für die Eintracht. Nach dem Sieg am Sonntag in Rostock ist bereits am Freitag Dynamo Dresden zu Gast. Das Hinspiel gewannen die Frankfurter mit 4:1. Für Sebastian Rode wird es aber kein Selbstläufer. Ich denke, dass die Dresdner eine sehr gute Mannschaft haben. Im Hinspiel haben wir uns auch ein bisschen schwer getan. Dann am Ende war es doch relativ deutlich. Wir müssen sehr aggressiv ins Spiel gehen. Und ich denke dann, dass wir vor heimischem Publikum einen Vorteil haben und dann das Spiel gewinnen werden. In Rostock hatte Trainer Armin Fee die Startelf gleich auf 3 Positionen umgestellt. Brachte Jagba, Schildenfeld
und Idrissou. Egal mit welcher Elf, Optimismus ist angebracht. Eintracht ist in der laufenden Saison zu Hause ungeschlagen. Die Deutsche Bahn transportiert nicht nur Reisende, sondern ist auch ein wichtiger Faktor beim Gütertransport. Am Frankfurter Umschlagbahnhof werden jährlich bis zu 120.000 Container von der Schiene auf die Straße oder von Schiene zu Schiene umgeschlagen. Davon konnte sich Eintracht-Star Karim Mahmoud bei seinem Besuch überzeugen. Hier geht es häufig hoch hinaus. Gleiches plant Mahmoud mit der Eintracht. Wir glauben natürlich, dass wir aufsteigen würden. Und wir tun alles dafür. Und bin ich sehr optimistisch, das ist sehr eng. Eng ist es auch im Führerstand des fahrbaren Krans, mit dem die schweren Container umgesetzt werden. Gearbeitet wird hier im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr. Auch Karim Mahmoud durfte sich versuchen. Der algerische Nationalspieler, in Straßburg geboren, kam zu Saisonbeginn aus Mönchengladbach zur Eintracht und fühlt sich offenbar wohl. Im Moment stimmt alles so, die Fans, der Verein, die Stadt, ich fühle mich unglaublich wohl und ich habe immer gesagt, dass also hier in Frankfurt würde ich gerne so eine lange Zeit hier bleiben. Sein Vertrag läuft bis Saisonende mit der Option auf weitere 2 Jahre. Die will Mahmoud natürlich gerne in Frankfurt verbringen, dann aber in Liga 1. Bislang wurde er in 21 Spielen 14 Mal eingewechselt. An der Konstanz will er arbeiten, schließlich gibt es auch noch das große Ziel WM 2014. Mahmoud will mit Algerien mehr erreichen als beim Vorrunden aus 2010. Jeder Spieler, der diese WM gemacht hat bei Algerien, will wieder dabei zu sein und ein anderes Turnier machen, sich anders zu präsentieren, weil wir haben in Algerien Nationalmannschaft großes Potenzial. Nach seinem Muskelfaserriss ist Mahmoud jetzt wieder im Mannschaftstraining. Das Saisonfinale und damit das ganz große Ziel ist bereits in Sichtweite. Den Preis der letzten Woche, eine signierte Hertha-Tasse von Otto Rehagel, gewinnt Sebastian Simon aus 63110 Rottgau. Spielzug wünscht viel Spaß mit dem Gewinn. Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, sehen Sie am nächsten Freitag wieder. Im Videochannel auf Sport 1, in der Fanecke der Bahn, bei TV Berlin, Rhein-Main-TV und Rhein-Neckar-Fernsehen.